Sauber, Digga. Alter. Du hast es einfach geschafft. Sauber. Du hast mich motiviert. Geil. Hi Leute, viele von euch wissen ja schon, dass am 2.7. das große Fußballspiel ist, im großen Feld, also im Stadion. Da wurde ich von Trimax eingeladen und ich freue mich eigentlich schon richtig, weil das eine sportliche Aktivität ist. Und ihr wisst, ich bin gerade ein bisschen am Durchziehen. Allerdings stand ich noch nie in meinem Leben auf so einem großen Feld und ich habe schon richtig so Muffensausen. Schuhe habe ich mir schon gekauft, so welche Bolzer. Heute nehme ich euch gerne mit zum Training. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt, auf so einem großen Feld zu sein, ohne Zuschauer. Und ich will gar nicht erst wissen, wie es sich anfühlt mit Zuschauer. Naja, ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen was zeigen. Wir sehen uns, bis dann. Das wird das Fußballfeld, wo wir drauf spielen. Das sieht so riesengroß aus. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ohne Zuschauer schon ein mulmiges Gefühl im Bauch. Und schaut mal, das ist voll cool. Das habe ich gesehen. Da schießt man noch den Ball gegen den Flups da so zurück. Ich bin jetzt schon als erstes hier. Bei mir zählt immer Überpünktlichkeit und ja, ich denke Max und so kommen auch noch gleich. Da vorne ist Breitenbeck, ich zeige ihn euch mal. Bitte schaut mal, der ist richtig lustvoll. So, gucken wir, das klappt hier. Oh mein Gott. Der kommt ja richtig auf dich zurück. Also ich wollte eigentlich Fußball spielen. Ich dachte, man, so wie früher, wir haben den Ball genommen und immer aufs Tor geschossen, ohne zu laufen. Ich habe das Tor nie getroffen. Ich sag, was sollen wir jetzt machen? Er sagt, drei Runden laufen. Drei Runden um das ganze Ding hier? Pass auf. Bist du bereit, Breitenberg? Ja, ich bin nicht bereit. Ich bin überhaupt nicht bereit. Ich werde eine halbe Runde machen und dann so, wenn er nicht guckt, laufe ich schon mal so Mitte drüber. Bruder, ich sag's dir ehrlich, ich bin nur zum Chillen hier. Bruder, hast du dich angezogen? Voilà. Ja, ja. Vor so ein Strandoutfit. Also alles, also Adidas, das ist schwarz. Und so. Aber guck mal hier. Coke Cherry, Bruder. Guck mal das hier. Oh mein Gott. Nein, 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 bitte nicht. Oh. Selber schuld, Bruder. Selber schuld. Ja, ich egal. Ich mach Meister. Gut. Muss ich also drei Runden? Ja, mit für ihn eine mit. 4, 2. Oh, aber dann kann ich danach kein Training mehr machen, weil dann bin ich kaputt. Aber stimmt das, wenn man mehr Masse hat, braucht man länger, um warm zu werden? Digga, also du bist so... Das meine ich, Chat. Und ihr sagt manchmal, ich mobb Breitenberg. Wisst ihr, wie oft er mich hinter der Kamera mobbt wegen meiner... Er mobbt mich immer vor der Kamera. Ja, und du hinter. Ja, genau. Das ist ja cool. Dann kommt eine gewisse Höhe. Oha, ich kann das. Ist ja gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Brauchst man nicht so viel laufen. Wieso? Du kannst ja spielen. Ach, was? Nein, kann er nicht. Kann er nicht, ne? Kann er nicht. Ich habe mich jetzt warm gemacht. Können wir einfach wieder los jetzt. Jetzt wird mir erst so richtig klar, auf was ich mich eingelassen habe. Schaut euch das an. Ich weiß, für euch ist es normal, aber für mich überhaupt nicht. Gar nicht. Also das ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt hier einen Pass spielen soll. Schaut euch das an. Wie schießen denn die Profis, Mann? Naja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier passieren wird. So. Die meisten sind da, die wärmen sich gerade auf. Breitenberg in all seiner Pracht. Und hier ist schon der Ball. Jetzt gebe ich den Pass. Das wird krass, Mann. Ich habe schon Bock, ich bin schon heiß gefühlt, weil ich bin ein bisschen gelaufen jetzt. Max macht gerade Interview hier. Mit seinem Gips spielt er sogar. Und ja. Ja, unbedingt. Ich habe so Bock gerade. Ich weiß nicht warum, obwohl ich weiß, dass ich scheiße bin. Alter, war super. Max. Hey. Alles klar, geil, was, dass du da bist. Ich hab so Bock. Übel geil. Das Ding ist, ich bin zum ersten Mal mein Leben wirklich auf so einem großen Feld. Das ist aber auch größer geht es im Fußball nicht. Das ist so ein richtig offizielles FIFA-Feld. Guck dir mal, es ist so breit. Wo kommen die Leute Ball hin? Ball und sprinte darüber, holy shit. Ohne Ball sprinten, ich kann nicht. Das, was denn mein Ball? Das ist ein riesen Feld. Ich gehe hier auch völlig unter, aber alle, auch Laman, Mickey, also auf Großfeld. Ich habe gestern zum ersten Mal G-Time gegoogelt, weil du meintest, der ist auch ein bisschen mein Kaliber. Ja? Ich habe wieder ein bisschen gutes Gefühl. sauber. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ja, ist geil. Ja, Mann, korrekt. Ausdauer ist bei allen so im Arsch, aber das kommt ein bisschen. Ja, safe. Du bist kein Raucher? Nein. Okay, gut. Das ist doch gute Veranlagung. Ja, das reicht schon. Ne? Einfach nicht rauchen. Ich habe so Bock. Mal gucken, wie ich danach aussehe. Ja. Aber ich habe Bock auf jeden Fall. Sehr geil. Wir stehen jetzt alle ready. Wir wollen uns jetzt anscheinend warm laufen. Die sind da hinten und überlegen gerade, ob die laufen sollen oder nicht. Ich hoffe nicht. Wenn wir jetzt anfangen, uns warm zu laufen, dann kann ich später im Spiel nicht mehr laufen. Das ist das Problem. Das Breitenberg, der Fußballprofi, der ist genauso gut wie ich wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr überzeugt, dass wir... Weil ich habe jetzt... Nee, du bist bei Max im Team. Genau, richtig. Das hier ist der Jubin. Jubin, was soll ich? Der wird bei Max im Team mit sein. Ja. Bist du ein guter Fußballspieler? Geht so. Ich sehe aus wie ein guter, aber ich bin kein guter.
Aber von 1 bis 10? 1 bis 10, 6. 6? 6. Dann bist du sehr gut. Ja, ja. Hast du das Event von Max gesehen? Das Kick-in-View-Event? Achso, Fußballspiel? Nein. Ja, ja. Nee, da ich war ich Torschützenkönig. Wie viele Tore hast du gemacht? 6 Stück. Aber auch nur, weil Max sein Schlüsselbein gefickt hat. Ne? Aber trotzdem 6 Tore. Ich bin froh, wenn ich 6 Mal den Ball bekomme in 90 Minuten. Kriegen wir schon hin. Ja? Trainierst du mich heute? Ja, ja, wir machen das zusammen. So, okay, dankeschön. So. Wir gehen jetzt aufs Feld und wenn wir uns warm laufen sollten, nehme ich euch ein bisschen mit, damit ihr seht, wie ich mich quäle. Ihr ruft mich wegen Stromtarif an. Ich sage, ich habe keinen Strom. Ich bin Neandertaler. Was geht? Bro, ich zisch gleich, ich sag's dir ehrlich. Warum? Ich hab gar keine Ahnung von Fußball. Die werden mich vernichten. Aber wieso denn? Deine Schuhe sind doch voll profihaft. Ich geb die zurück. Ey, Bruder, da ist das Preisschild noch dran. Ich geb die zurück. Ich hab Feuchttücher dabei. Ich wisch ab und geb zurück, Bruder. Das war's. Ich bin direkt weg. Alle, direkt. Boah, 90 Euro. Das ist wie geil. Was ist mit dir? Ich musste das sauber. Oh nee, Digga. Also Breitenberg, du bist mal echt ein Schlawiner. Ich hab so heftig Bock zu spielen, aber nicht zu laufen. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit dem Laufen sein wird. Ich will lange nicht mehr laufen. Laufen ist ein bisschen kontraproduktiv für Leute in meinem Gewicht, weil das nicht so gut für die Knochen ist. Ein bisschen ja, aber nicht zu viel. Deswegen mache ich auch immer, wenn ich Cardio mache, Stepper oder Fahrrad. Das ist schonender für die Knochen. Wenn du mit 150 Kilo da läufst den ganzen Tag, eine Stunde oder so, wenn das überhaupt jemand schafft, dann ist das nicht so gut. Du hast Max trainiert beim Boxen und bist jetzt noch bei Max im Team. Ja, jetzt trainiert er mich. Ja, das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann nicht schießen. Ich auch nicht. Was empfiehlst du mir? Deswegen einfach nur hinten. Nicht Tor, bitte sag nicht Tor. Nee. Das haben zu viele gesagt. Ja, also vorne kann ich auf jeden Fall nichts, wenn ich nicht spielen kann. Deswegen bin ich einfach nur hinten, dass ich die Leute einfach weghaue. Fertig. Aber da bist du legitim. Auch gut dabei. Ja, normal. Ja, nicht normal. Ja, weiß ich nicht. Das kannst du auch gut. Und, ja, ich habe immer ein bisschen Angst. Fußball, ich habe mich bei keiner Sportart so viel verletzt und ich habe 12 Jahre gerungen, wie beim Fußball. Das ist die krasseste Verletzungsquote. Ja, ich habe auch vor Basketball gespielt, meine Kniescheibe rausgeballert. Deswegen habe ich auch ein bisschen Schiss, muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, ja, das ist das Problem. Es geht los. Jetzt geht's los. Ich lege euch weg. Wir haben jetzt die erste Halbzeit gespielt auf einem kleinen Feld. Da ist das Tor bis hier. Nächstes Mal spielen wir auf das große. Ich habe im Mittelfeld gespielt und im linken Flügel. Im linken Flügel habe ich sogar einen Laufpass bekommen und ein cooles Volley-Tor gemacht. Aber, es tut mir leid, ich bin komplett tot. Meine Brust fühlt sich an, als ob mir 3 Leute drauf sitzen. Die kommt aus dem Rücken wieder raus. Und trotzdem fühle ich mich besser als je zuvor. Hammer. Hier sind die Jungs. Die machen schon ein Päuschen. War eine sehr, sehr krasse erste Halbzeit. Mal schauen, wie es weitergeht. Wo siehst du mich am 2.7.? Auf jeden Fall. Also ein Tor auf dem Feld, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf dem Feld. Du musst auch ein Tor machen, eine für den Torjubel. Eine für den Torjubel? Ja, musst du ein Tor machen. War ein guter Torjubel. Gut. Aber der Pass war von, wo ist der Bre? Der hat einen guten Pass gemacht. Ich habe ihm sogar Andeutung gemacht, der hat mich geschickt. Janik, war dein Name? Bennett. Bennett, danke für den krassen Pass. Gerne, sehr gerne. Ich habe dir angedeutet. Ne? Und ich habe es gesehen. Und du hast gesehen, hat mir einen Laufpass gegeben, eigentlich den er einen schicken müsste, der so 70 wiegt und nicht 150, aber... Habe ich ihm zugetraut. Hat er mir zugetraut, war richtig geil. Geklappt. Danke dir, korrekt. Und der Mann hier, der Niki, nicht Nitschi? Nicht Nitschi. Der hat mir gesagt, du machst heute ein Tor und wir nehmen es auf Kamera auf. Und ich habe nicht geglaubt. Richtig, aber auch ein heftiger Schuss, auch ein heftiger Schuss. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, geil, Mann. Ich bin jetzt hier auch mit dem Chef Strobel. Moin. Bei dem Kampf, wo ich auch dabei war, erste Reihe. Jetzt am 2.7. spielst du ja auch mit bei Max im Team. Genau, bei Max im Team, ja. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, dass du davor gesund bleibst. Ja, werde ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt ja mit Max, ich weiß nicht, was schon erzählt, eine Woche im Urlaub. Ab ihr wart? Oder morgen wir seid gehen ihr? Gehen ab morgen. Wohin? Kreuzfahrt Norwegen. Boah, geil. Und wir kommen am 2.7. direkt zurück und dann wird gespielt. Also ich muss mich auf der Kreuzfahrt ein bisschen fit halten. Ja, ja, stimmt. Das heißt, macht ihr auf dem Schiff da ein bisschen Sport oder was? Also ich werde auf jeden Fall, da gibt es ja ein Fitness, werde ich ein bisschen laufen gehen. Ne? Ich habe merkt, mit der Ausdauer ein bisschen. Ja. Muss auch ein bisschen gepumpt werden, aber das geht. Eine Woche. Aber du hast schon auf jeden Fall, ich bin dir ja nicht hinterhergekommen. Ich bin am linken Flügel gerade gewesen und das war quasi mein Gegner auf dem Feld. Ich habe ein bisschen Distanz zu ihm gesucht, weil im Laufduell habe ich keine Chance gehabt. Aber du hast ein stabiles Tor gemacht. Das war heftig. Auf jeden Fall, wie würdest du mich jetzt so einschätzen? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Also würdest du mich eher Abwehr, Mittelfeld, also Sturm denke ich nicht, aber... Ich finde die Position, die du da spielst, ich glaube so zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja, genau. Hast du auch da, wie gesagt, stabile Ballannahme und hast das Ding da direkt gut reingemacht. Also korrekt. Wenn du die Ausdauer dafür hast, so diese Wege zu gehen,
Ich sehe dich da auf jeden Fall. Wie gesagt, hast ja da auch die Meter gemacht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du da außen spielen willst. Aber bis zum 2.7. haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Oder? Ich werde laufen. Ja, ich weiß nicht, gehst du laufen oder machst du gar nichts? Ich war heute zum ersten Mal seit Jahren so viel noch nie gelaufen. Das ist krass. Ey, ohne Witz, dafür Respekt. Das ist top. Das ist ja, top. Okay, korrekt. Dankeschön. Nee, ich habe immer versucht, wenig zu laufen, weil mit 140, 45, 50 Kilo gut. Ist nicht so gut für die Knochen. Dann lieber so Fahrrad oder Stepper. Aber Laufen ist was ganz anderes. Aber ich meine, guck mal, ich bin ja großer Messi-Fan. Und man kann sagen, was man will. Der Typ macht seine Meter, aber du kennst ja, das steht viel, ne? Aber ja, wenn es genau drauf ankommt, dann läuft er wieder ein. Wenn du das auch machst, ist top. Stimmt, ich muss versuchen, dass ich nicht unnötig laufe. Genau, das ist das Ding. Das ist das, ja, das korrekt. Es geht weiter, die warten. Ja? Danke dir, Mann. Viel Spaß euch. Viel Spaß. Da war Johnny, da war Johnny. Mit Hand! Krank! Mit Hand! Krank! Krank! Krass! Der Hand, lauf, lauf! Ja, okay. Das gefällt mir, dass ich nicht so weit nach hinten muss. Ja, stark, danke. Sprint in die Mitte. Let's go. Let's go. Abu, steh! Nein! Ach, Digga, sorry. Die Kamera, meiner Fanger! Auch die Kondition. Welche? Ganz andere Ausdauer als beim Ring oder so. Diese Explosivität auf so lange Zeit, zu krass. Kommentar zu deinem Spiel? Unterirdisch. Aber ich habe gepusht für das Tor, das reicht mir. Ich war heute der Motivator. Der ist dafür verantwortlich. Ich fühle den Regen tatsächlich sehr gerade, muss ich sagen. Der tut so gut. Hier. Schaut. Ruhig. Schlag. Guck, die scheiße hohe Bälle drin. Ah. Ist es normal, dass die Leiste so hier wehtut? Kann was. Vom Dings da hier so dieses Ding. Ich hab genau das gleiche. Ah. Ja. Und Max auch. Scheiße. Komm. Dennis, hast du da? Ein weiter. Und einer. Abu. Opa, danke dir. Digga, ich bin sowas von, meine Beine können nicht mehr stehen. Dann geht's so fürs Torwart. Was? Ja? Kannst du nicht machen, ne? Okay. Ist okay. Ah, meine Arme tun auch weh. Ich kann nicht mehr. Kannst du einfach so reinstellen. So, Kopf nach hinten. Jungs, die können nicht mehr, macht sie platt, Mann. Breitenberg, du bist Tor. Die sagen schon, wir sollen defensiv spielen. Du bist im Tor, Breitenberg. Was? Das erste Mal in meinem Leben, ich habe noch nie so ein Elfer auf dem großen Tor gemacht. Da ist hier der Löwe im Tor. Von wo nimmt man alle? Von hier so? So passiert das am 2.7. auch. Niemals. Und ab, Abu! Wir spielen auf Hälfte Feld. Was passiert mit mir, wenn wir auf das ganze Ding spielen? Aber okay, dann sind noch mehr im Team, glaube ich, ne? Ja. Dann hat auch ein bisschen, okay. Kannst ein bisschen mehr wechseln, glaube ich. Es gibt Leute, die versuchen durchzuziehen, und es gibt Leute wie Breitenberg. Wir sind jetzt fertig. Das war so mega anstrengend, das ist unglaublich. Es gefühlt, alle haben sich gezerrt, genau hier am Becken. Ich hoffe, das geht weg. Ja, du hast dich gezerrt. Ich auch, ja. Du hast dich gezerrt, Max, Strobel, Chef Strobel. Breitenberg, ist sein ganzer Körper ist gezerrt. Hast du dich gezerrt, Niki? Gar nicht. Nee, ich bin nur völlig im Arsch. Alles gut. Ey, das ist so krass, aber es haben sich gefühlt 6 oder 7 Leute gezerrt an der gleichen Stelle. Echt? Mein Gehörst du dazu? Das tot, ja, tot. Bei den rechten Bein zu heben, boah. Oh mein Gott. Das ist genau hier, bei dem auch, bei deinem Bruder auch. Das ist ja die schlechteste Vorbereitung für den zweiten. Ich kann jetzt besser als auf Hände, könnte ich jetzt besser gehen als auf Beine. Okay. Sollen wir probieren? Ja, alles machen. Okay. Hier ist der Ball. Der Ball, vergiss den Ball nicht. Alter, ich bin nächsten Samstag inshallah fit. Ja. Ich hoffe, aber das werde ich jetzt ein bisschen schonen hier. Ja. Mich ein bisschen dehnen noch zu Hause. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, geht klar. Du bist ja auch dabei. Ich bin auch dabei. Bist im Gegnerteam? Bin im Gegnerteam. Ey, was willst du haben, wenn du mich ein paar Tore machen lässt? 500 Euro. Naja, wir machen halt platt. Knossi kann nichts. Team Knossi wird gewinnen.
Das ist wichtig. Ja, war geil. Hat richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber deine Schuhe waren ein bisschen gefährlich. Ja, so. So, Straßenschuhe einfach. Das ganze Spiel. Vorhin war es noch rutschiger. Vorhin hat noch ein bisschen genieselt. Ja, ja, genau. Jetzt kommen die richtigen Profis hier. Die würden uns so nass machen, wenn wir auch nur ein einziges Spiel machen würden. Hat aber mega Spaß gemacht. Jetzt geht's erstmal in den warmen Stuhl, in den Stream gleich. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Wir haben es 19.53 Uhr. Ich war so kaputt, ich habe mich nicht mal umgezogen. Meine Füße, ich würde die am liebsten irgendwie abmachen und irgendwo eine Kühltruhe packen oder so gefühlt. Ich hatte das Pech noch leider, dass ich 40 Minuten länger nach Hause gebraucht habe, weil ich zwei LKWs hinterhergefahren bin, die irgendeinen Motorschaden oder so hatten. Dann natürlich gab es vor meiner Tür keinen Parkplatz und ich habe noch nie so weit weg geparkt. Das hat es nochmal alles ein bisschen schöner gemacht. Natürlich, wenn man komplett kaputt ist, dann noch weiter drauf treten. Also ich sag mal so, es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Es hat mega Spaß gemacht. Auf dem Feld war zwischenzeitlich, ich habe das Gefühl gehabt, meine Lunge kommt aus meinem Rücken wieder raus. Schaut mal, ich habe noch anscheinend diesen Nachbrenneffekt. Ich schwitze einfach übertrieben. Ich habe mich vor 30 Sekunden hingesetzt. Ich werde gleich duschen gehen und dann schmeiße ich den Stream an. Das war heute ein krasser Tag. Ich freue mich auf den 2.7., auch wenn ich weiß, ich habe eigentlich auf dem Fußballfeld nichts verloren, aber dieser sportliche Aspekt, der gefällt mir sehr. Grüße gehen raus an heute alle, die beim Training dabei waren. Trimax, Chef Strobel, Breitenberg und ja, alle anderen. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank für das geile Training und ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.